Yeah, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Superstars. Ja, ich bin nochmal alleine und bei Tai ist momentan so viel los, das heißt, es werden jetzt wohl ein paar Folgen nur bei mir kommen. Ja, tut Tai auch ein bisschen leid, aber es geht halt nicht anders und ich möchte das Projekt fortsetzen und Tai hängt ja auch so ein bisschen fest, so lange bis ich da oben den ganzen Spaß fertig aufgebaut habe und hier die Mods erweitert habe und dass sie ihren Taumturm machen kann und und. Von dem her, ja, zeige ich euch, nehme euch langsam sprechen, schön sprechen. So, deswegen nehme ich euch jetzt ein bisschen beim Aufbauen mit. Das heißt, es wird jetzt hier alles ein bisschen techniklastiger. Ich kann euch allerdings nicht versprechen, dass es wesentlich geordneter abläuft als sonst, auch wenn ich mich jetzt nur auf mich selbst konzentrieren muss. Ich nehme mal die ganzen Zinn Decorated Blocks mit. Kann ich davon... So, nö, fast. 64... Nochmal 64, dann reicht das wieder. Da kann ich nämlich 1000 wieder anschmeißen. Weil fertig brauchen, definitiv. Keine Ahnung, wann die fertig werden. Ah, ich habe doch noch was in Auftrag gegeben gehabt, was dann... Was war denn das? Schauen wir mal in die Kiste. Das ist jetzt gar nicht so lange her, dass ich das aufgenommen habe. So, das ist da. Das ist, ach ja, genau, die Filter vom Glas. So, das brauche ich. Das kann alles da rein. So, das muss ich anziehen. Das muss ich anlegen. Das. Davon einen. Echt, das ist das falsche Menü. Nicht Baubild, sondern Galactic Craft. Dann funktioniert das auch mit dem Reinklicken wunderbar. Und diesmal den Sauerstoff gleich anlegen, bevor ich dann wieder hier... ja. So. Ich bin zwar immer noch total radioaktiv verseucht. Schauen wir mal, ob wir vielleicht mal eine Runde Pennon gehen können. Ja, können wir. Weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das Fahren zum Netherportal das Ganze jetzt beschleunigt. Weil so oder so muss ich die halbe Strecke ums Haus umgehen. Ja, das war der Sie total planlos versaut und naja, okay. Da ist der Stahl noch am Tun. Dafür braucht es noch das ganze Holz. Das wird hier unten natürlich dann gehen. Schaue ich nachher nach meinem Auto. Während ich auf dem Mond bin, passiert hier unten natürlich nichts, weil niemand hier unten ist, der das Ganze am Laufen hält. Aber die Erweiterung vom Mod-Paket ist nur noch eine Frage von, ja, vielleicht zu Folge 200 habe ich es dann endlich mal geschafft, die Chunkloader anzuschmeißen. Und eine Hirnunterstützung in Form von Klemmbrett zu installieren. Das sind ja alles so die, ja, ihr wisst Bescheid. So... noch die Rakete mit. Benzin ist, glaube ich, noch oben. Das muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich das nicht verbeutel. Das hat ja immer Tai gebaut. Okay.
Bin ich da schon drin oder was? G-Inventar, ach, der füllt noch. Dann warten wir mal, bis er voll ist. Nicht, dass wir dann eine Bruchlandung machen, weil wir nicht genügend Sprit haben, um zu landen. Und der Sprit, der dann eigentlich da ist, der sollte eigentlich auch immer reichen, um wieder zurückzukommen. So. Okay. Dann 3, 2, 1, go. Auf und davon. Wenn man es eiliger hat als der Countdown. Ist schon ein schönes Eckchen. Das heißt jetzt natürlich im Gegensatz auch, ich müsste dann irgendwann einmal anfangen mit Traumcraft, weil was ich jetzt gezaubert brauche, muss ich jetzt natürlich auch irgendwo ja, selbst produzieren und anlegen. Gut, erst einmal die Basis luftdicht bekommen und das ein oder andere Eckchen dann mit Sauerstoff versorgen. Und dann können wir darüber reden, dass wir die Zauberei anfangen. So, hilft ja nichts. The show must go on. Ach, wie lange dauert denn das da, bis wir da im Mond sind? Das ist immer, also noch nicht einmal am Mond, sondern erst einmal aus dem Dings raus, aus dem Orbit. Tü-tü-tü-tü. Da ist die Sonne. Da ist die Erde, die Oberwelt. Da ist die Kapsel, die ihr nicht seht, weil es stockdunkel ist und bei YouTube und in der Aufnahme nochmal dunkler wird. So, nun ist schwarz in schwarz und natürlich ist es Nacht. Das rausnehmen. Irgendwo muss ich dann ja auf den Maschinenpark hinpacken. Wenn ich das hier hinbaue. Den leeren Kanister. Ach, da hinten stehen sie schon wieder, die lustigen. Rakete abgebaut. Das rein, das rein. Geht. Gut. Ab nach drin und dann fangen wir mal direkt mit dem Glasern an. Dass wir das hier hinten mal dicht kriegen.
Fehlt jetzt nur noch, dass hier so ein lieber Explosionshaini kommt und meint, mich hier wegsprengen zu müssen. Das war nicht ganz durchdacht. So, gut. Das schaut interessant aus. Und man kriegt die Gläser wieder zurück beim Abbau. Das finde ich gut. So, von dem her. Wollte ich gerade sagen, sollte dieser Raum Sauerstoff versiegelt sein, aber da war ja noch ein Loch drin. So, versiegelt sollte er auf jeden Fall sein. Im Moment. Was natürlich nicht bleiben wird, weil ich dann noch die Sauerstoffversorgung reinknallen muss. So, und das Eck hier müssen wir auch noch machen. So, das ist das Ding. Hüpf, hüpf. Komm ein bisschen vor wie der Grashüpfer Flip von Biene Maya. Für den Fall, dass den noch jemand kennt. So, Spieler innerhalb von 2 Metern, hatte ich gesagt. Gut. Ich habe keine Treppen gebaut. So, Spielerabstand 2 Meter. Das heißt, da draußen haben wir jetzt einen versiegelten Bereich und hier haben wir einen versiegelten Bereich und da drüben drin ist noch nicht versiegelt. Aber das macht nichts, das kommt noch. So, die Servos. Der muss da dran. Alles drin und ignoriere Redstone. Das heißt, der pumpt jetzt hier raus und dann kommt hier drin was an. Das kommt hier sehr langsam an. Also das könnte irgendwann im Laufe der Zeit zum Problem werden. Dass hier diese Versiegelungsfilter tatsächlich etwas langsam sind. Gut. Dann ist das jetzt erstmal so. Allzu viel Strom brauchen wir hier drauf nicht. Da knallt schon wieder. Das ist die Stromversorgung. Die muss dann irgendwo hintergelegt werden. Da brauche ich dann auch irgendwann irgendwo die Stromkabel und dann müssen wir dann irgendwo noch die Generatorenanlage aufbauen.
Die muss ja jetzt nicht so groß werden. Wie gesagt, ich brauche nicht so viel Strom. Wenn ich da vier Motoren betreibe, müsste das eigentlich mehr als ausreichend sein. Noch willst du mich jetzt veräppeln hier? So, komm wieder hoch. Passt. Dann kann man das da unten in diesen Zwischenraum reinpacken. Theoretisch. Praktisch brauche ich dann auch noch. Ich habe gar kein Wasser im Mund. Dann brauche ich ja nochmal einen Tank. Ach, hör mir auf. Wo packe ich den denn hin? Dann brauche ich vielleicht tatsächlich nochmal einen Anbau. Also das reicht jetzt aus, da drüben diese Baumfarm, um einen Motor dauerhaft mit Benzin zu versorgen. Wobei der Engpass. Ja, mache ich mir dann Gedanken drum. Nee, ich habe Wasser sogar dabei. Ich habe nur nicht noch einen Tank. Aber ich habe zumindest noch versenkten Stein und ich habe Fenster und dann deshalb den Wassertank schon einmal platzieren. Das kommt dann irgendwo hier drüben hin. Und ich hätte auch gleich den. Ja, toll. Also wieder eine Lampe. Den Strom mitnehmen können müssen. Habe ich eigentlich auch Batterien? Redstone Energieleitung, die reicht aus. Dann brauchen wir die Leitung. Für den Strom. Also für den Zufuhr vom Spirit. Das jetzt hingebaut da den nirgends. Jetzt ist natürlich erstmal nicht mehr versiegelt und das ist Aluminiumkabel. Bäh. Ein mit. Item Ducts brauche ich nicht. Stromleitung brauche ich nicht. Die müssen wir dann später aufbauen. Das brauche ich für die Upgrades von Yennen. Muss aber durch diese Luftschleusen durch. Also nicht Luftschleusen, sondern durch die versiegelten Versiegelungen. So, das muss daran. Das muss daran und der muss auch auf bitte immer sein. Und dann brauchen wir das. Das funktioniert wunderbar.
sollte das vielleicht eher hier rumlegen, damit ich dann drüben noch genügend Abstand habe, um da die Sauerstoffleitungen dran vorbeizulegen, ohne dass die hier mit den anderen Leitungen kollidieren. Jetzt haben wir den Raum drüben wieder dicht. Der Raum hier ist auch nur 2 hoch. Das heißt, ich muss das Ganze eigentlich legen. Wenn ich sowieso legen muss, kann ich den Spaß auch hier drüben rauslassen. Hier 1, 2, Stromleitung. Wo führe ich den dann wieder runter? Ich meine, ich könnte es theoretisch natürlich ganz unten rum durchlegen. Das werde ich wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Ecke dann mal machen, wo ich den Spaß dann verstecke, ohne dass ihr das seht. Da muss jetzt erst einmal eine Flüssigkeitsleitung drauf. So. Und das ist der Sprit, der verbrannt wird. Der eine produziert Wasserdampf aus. Flüssigen Kraftstoff und genau, die setzen wir wohl dann beim nächsten Mal. So, das heißt, beim nächsten Mal wird hier die Energiezufuhr. Ich kann das noch weiter dahinter legen. Dann kommt ihr hier raus. So. Dann haben wir nämlich drüben mehr Platz. Immer diese Platzprobleme. So, okay. Gut, und wie dann der Generator aufgebaut wird und angeschlossen wird und was dann wie wo reinkommt und was damit passiert, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.